Was gibt es Neues in Riem? Wo wird gerade gebaut? Und wie sah der Olympiaberg eigentlich vor 50 Jahren aus? Genau diese Fragen beantwortet die App München Entdecken. Heute wurde sie im Plantreff vorgestellt. Und die besondere Dienstleistung ist, dass Sie vor Ort dann sehen die Gegenwart, aber Rückblicke in die Vergangenheit und Ausblicke in die Zukunft haben. Also diese drei Zeitebenen. Die neue München-App München Entdecken bietet an, dass Sie München, den Stadtteil, Ihr Umfeld in der Geschichte und in der Zukunft erleben. Und das ist, glaube ich, was Neues. 2 Jahre hat die Entwicklung der App gedauert. Sie ist für Fußgänger und Radfahrer ausgelegt. Die App schlägt Routen vor, die an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind. Dabei steht der informative, aber auch der interaktive Aspekt im Vordergrund, immer unter dem Anliegen der Stadtplanung und Entwicklung. Technisch unterstützt wurde das Planungsreferat dabei von der Portalgesellschaft München. Die Redaktion der App ist der Plantreff. Die stellvertretende Leiterin Dina Straße hat auch schon eine Lieblingsroute. Meine Lieblingsroute ist Neuperlach, weil ich glaube, dass die wenigsten Münchnerinnen und Münchner Neuperlach gut kennen. Und vielleicht fährt man einfach mal in ein Stadtviertel, wo man sonst nie ist. Warum steht ein Gebäude an der Stelle? Was kann es Ihnen an Dienstleistungen vielleicht bieten? Aber warum ist es baukulturell wichtig? Warum sollten wir etwas erhalten oder warum sollten wir etwas verändern? Also es ist tatsächlich konsumfrei und ich glaube, das ist auch eine wichtige Information, wenn man seine Stadt kennenlernen will. Die App richtet sich an alle, die mehr über ihre Stadt erfahren und sich in die Planung einbringen wollen. Seit heute ist München Entdecken online und das Planungsreferat freut sich über viele Rückmeldungen.